Moin Moin aus Hamburg zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich in einem Lokschuppen einen Mechanismus zum Öffnen und Schließen von Toren einbauen. Es gibt es gibt bei YouTube auch einige Videos dazu, wie es aussieht. Ich habe jetzt keine Einleitung gefunden, wo Schritt für Schritt das gezeigt wird. Deshalb habe ich mich entschlossen, für euch das zu machen. Es geht hier um diesen Lokschuppen hier. Ich mache ein bisschen Platz. Und das ist eine kleine Version davon. Ich habe ja noch hier eine größere stehen. Hier habe ich schon eingebaut zum Testzwecken. Und in den größeren will ich euch dann zeigen, wie ich das mache. Ich zeige euch schon sozusagen das Ergebnis und erkläre erstmal in der Theorie, wie das geht. Baue ich hier mal kurz auseinander. Wichtig ist, dass ihr diese Aufbauten bei euch nicht klebt, weil ihr jederzeit hier an Mechanismus bzw. an die Servos ran müsst. Beziehungsweise auch wenn es in so einem Lok hier stecken bleibt, dann müsst ihr das irgendwie auch, diese Lokomotive auch befreien können. Ja, wie sieht es denn aus? Und zwar habe hier im hinteren Bereich ein Teil abgetrennt sozusagen mit einem Mauer, so dass man von innen, von hier aus, also von Eingang hier, die Servos nicht mehr sehen kann. Nimmt natürlich ein bisschen Platz weg für die Lokomotive, deshalb ist wie gesagt eine kleinere Version. Das heißt, hier kommen nur relativ kleine Lokomotiven, Rangierlokomotive rein. Für die große und für die längere Lokomotive wäre da jetzt kein Platz mehr. Und wir brauchen eben, oder ich brauche hier zwei Servos. Ich habe mir jetzt diese Servos gekauft. Die sind oder die waren relativ günstig. Ich glaube, 5 Stück haben irgendwas um die 6 oder 7 Euro gekostet. Also nicht die Welt. Wichtig für mich war dann nur, dass diese Servos klein sein müssen. Das heißt, die müssen im N-Bereich hier in so einem Bahnbetriebswerk oder in so eine Halle reinpassen. Deshalb habe ich mich für Servos entschieden, die hier ungefähr, oder ich messe hier bei den Ohren, damit das die Gesamtbreite das sozusagen darstellt. Also das ist hier circa 3,3 Zentimeter und Breite ist ungefähr 1,1 Zentimeter. Und Gesamthöhe ist in dem Fall ungefähr auch 3,2. Diese passen, wie gesagt, perfekt hier rein. Ist genug Platz dort drin für diese Servos. Ja, wie gehe ich vor? Und zwar, ich schaue mir erstmal meinen Lokschuppen mir an und stelle fest, ich habe hier schon gewisse Bohrungen, wo diese Antriebsstangen durchgeführt werden können. Das ist schon sehr gut. Und was ich aber nicht habe, ich habe eben keine Halterung für diese Servos. Das heißt, diese Servos muss ich hier drin irgendwie befestigen. Denn kleben ist keine gute Lösung. Wenn ich die Servos klebe, bekomme ich eventuell die gar nicht mehr raus oder nur schwierig raus. Klar, man kann das vielleicht eventuell mit einem Sekundenkleber arbeiten oder Hin- und Wegkleber. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, aber eine richtige Halterung dafür zu machen. Aus dem Grund auch, dass diese Servos auch ein bisschen höher sein müssen. Warum höher sein müssen? Und zwar, wenn die hier ganz auf dem Boden sieht, ich stelle mal einfach hier daneben, dann sieht man, dass hier Anschluss an diese Steuerungsstangen oder Antriebsstangen wäre zu tief. Das heißt, diese Stangen würden dann hier so diagonal nach oben verlaufen, eventuell würden sich dann in diesen Löcher hier verhaken und würden nicht sauber laufen. Oder ich muss hier dann die Nase viel höher machen, was natürlich dazu bewirkt, dass ich die Kraft, die ich übertrage, an diesem Knick nicht unbedingt hundertprozentig habe, also Zugkraft. Kann man sagen, macht nichts. Ich würde sagen, aber dadurch, dass mein Knick oder dafür, dass diese Antriebsstange mit diesem Knick hier nicht direkt hier aufliegt, würde auch sehr schwierig sein,
so hinzukriegen, dass diese Nase hier sozusagen nicht durchrutscht und immer die gleiche Höhe behält. Also wie gesagt, brauche ich eine Halterung, die mir mein Server, mein Servo hier entsprechend höher stellt. So, dass diese Antriebsstangen genau hier unter diesem Dach verlaufen und meine Lokomotive ohne Probleme hier reinfahren kann. Ja, wie machen wir das? Das erkläre ich euch. Ich arbeite oft hier mit den Teilen von Evergreen und da habe ich mir einfach eine Zeichnung gemacht. Kann ich euch mal zeigen. Relativ einfach. Ich habe mein Servo ausgemessen von der Höhe, von der Breite, wie es sein soll. Und nichts Kompliziertes. Wie gesagt, ich habe mir nur festgestellt, dass es 19 Millimeter hoch sein soll, 12 breit und ungefähr 32 Millimeter in der Länge sein soll. So, ich arbeite gerne immer mit diesen Evergreen-Geschichten. Also das sind solche Strips oder so ein Balken kann man das nennen. Davon nehme ich eben, wie gesagt, ein paar Balken, die ich hier an der Seite dann zusammenklebe und hier für den Boden mache. Und einen Balken habe ich dann sozusagen hier vorne zur Stabilisierung nochmal. Dann kommen dann nochmal die zwei Löcher rein, um den Servos befestigen zu können. Nun machen wir erstmal die Halterung für Servos. Dazu habe ich meine Schneidervorrichtung. Ich stelle mal das erstmal zur Seite. Und dafür haben wir so ein Brett mit meinem Schneidevorrichtung. Und nun haben wir hier einfach mal, messen wir ab und schneiden das entsprechend hier die Stücke ab, die wir dann einfach zusammenkleben. Das geht, wie gesagt, recht einfach und das mache ich jetzt. Und wenn wir alle Teile zusammen haben, können wir die jetzt nochmal verkleben. So, nun haben wir die Halterung fertig gebaut. Probieren wir ja aus, diese Servo soll da reinpassen. Machen wir jetzt einmal erstmal so Kabel nach hinten. Und man sieht, es muss ja nicht straff sitzen, sondern es muss noch reinpassen. So, das heißt, diese Ohren müssen über diesen Seiten hier gerade sein und dann bohren wir hier nochmal zwei Löcher vor und können dann mit so einem kleinen Schrauben das Ganze hier befestigen. So sieht es dann aus von der Seite. Man sieht, dass ein Servo entsprechend jetzt eine Höhe hat, so wie wir das brauchen. Ich nehme das jetzt hier und stelle hier daneben. Man sieht, dass es jetzt hier ungefähr
bis zur Dachkante oben steht. So, das ist so dazu. Wie gesagt, prüft da, dass ungefähr die ganze Halterung winklig ist. Prüft, dass ungefähr hier alles soweit gut verklebt ist. Und lasst das natürlich gut trocknen, damit das auch dann vernünftig hier so ein Servo hält. Wenn ein Kleber ausgetrocknet ist, dann kann man so eine Halterung, wie gesagt, mit vorher Löcher vorbohren in so einem in so eine Halle hier einbauen lassen bzw. verkleben. Ich mache das so, dass ich von unten klebe und noch hier von hinten einfach an die Wand, und dann kann man das hier, so ein Servo, einfach von oben rein stecken und dann verschrauben. So, und das gucken wir dann in einem anderen in eine andere Halle hier. Das nehmen wir auch ab. So, und dann kann man das sagen, entweder man baut das hier an. Das ist ein Servobereich. So, und dann kann man das von vorne zum Beispiel auch so sehen. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ja. So wird ein Servo da drin dann gehalten. So, und jetzt kümmern wir uns noch um die Antriebsstangen. So nenne ich mal die. Diese mache ich einfach aus einem Messingdraht. Ich habe hier so ein Messingdraht, das ist glaube ich 0,4 mm. Man könnte aber auch dünner noch nehmen, zumindest hier im N-Bereich 0,3. Das soll aber trotzdem relativ stabil sein und Form behalten. Ich habe hier noch so ein Reststück, wo ich euch einfach zeige, worauf ihr noch achten sollt. Und zwar, ich stelle mal das hier wieder rauf, und zwar verlaufen diese Antriebsstangen, wie man hier von oben jetzt sieht, von einem Servo über diese Löcher hier durch und gehen dann hier vorne hier in diese Ösen in die Tür. So, das heißt, wenn ein Servo läuft, zieht er an diesem Draht, also sprich an diesem Antriebsstange, und dann gehen die Türen zu oder schiebt. So, das kann aber passieren natürlich, dass ein Servo nicht perfekt läuft, sprich es bisschen muss bisschen mehr aufmachen oder bisschen mehr zumachen, weil die Türen natürlich unterschiedlich, eventuell unterschiedlich aufgehen. So, deshalb haben meine Antriebsstangen auch hier solche Knicks, und zwar die sind dafür da, um diese beim Zug diese Toleranzen gewährleisten zu können. Ich zeige euch hier einfach an so einem Reststück. Man sieht ja, dass wenn ich hier ziehe, dann gibt dieser Draht oder dieser Knick immer ein bisschen nach, und somit kann die Türen relativ dicht zugemacht werden, beziehungsweise fliegen nicht aus den Ösen, wenn der Servo doch noch ein bisschen nachläuft, weil die andere Tür zum Beispiel noch ein bisschen mehr braucht, und somit kann dieser Draht sozusagen sich zusammen schieben. Noch ein Vorteil davon ist, dass ihr damit auch eventuell noch ein paar Millimeter die Türen nachstellen könnt. Und zwar, ihr braucht dann nur im Prinzip hier an der Stelle mit einem Pinzette oder mit einem Zange. Ich nehme hier einmal Zange, die ich habe, und ihr braucht nur hier einmal so zusammenzuschieben. Und somit auch könnt ihr diese Länge entsprechend variieren. Also entweder verkürzen oder auseinanderziehen und dann ein bisschen vergrößern. Je nachdem, damit die Türen perfekt auf- oder zugehen. Ja, so viel dazu. Ich zeige euch noch an meiner Anlage da hinten, wie das noch mit der Steuerung funktioniert, damit ihr seht, wie das Ergebnis am Ende ist. So, nun, das habe ich jetzt alles eingebaut. Ich habe eine Servosteuerung angeschlossen zum Testen. Und nach dem Einbau sieht es dem folgendermaßen aus. Ich klicke mal drauf. Man sieht, dass die Türen zugehen. Jetzt klicken wir ein zweites. Geht das auch wunderbar zu.
Ich finde, das sieht sehr gut aus, auch von der Geschwindigkeit her, dass es passt. Nochmal einmal offen. Das andere auch. Ja, wunderbar. Die Servos sind einen Tick zu laut, aber das waren sehr günstige Servos. Von daher würde ich sagen, für diesen Preis passt das schon. Ja, so viel zu diesem Thema. Bedanke mich wieder, dass ihr mein Video angeschaut habt und dann bis zum nächsten Mal.